Das Kaufhaus ist eine der wenigen sonstigen Beschäftigungsstätten in Deutschland. Das ist eine echte gute Alternative zu den Werkstätten für behinderte Menschen. Und für mich der Beweis dafür, dass Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, im Arbeitsleben richtig wichtig sein können, wenn wir sie nicht behindern. Wenn sie dazu die Möglichkeit bekommen, ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit auszuleben. Ja, zu dem Kaufhaus sind wir hier gekommen, weil wir von Bürgern in Kaltenkirchen und vom Sozialen Arbeitskreis angesprochen wurden. Eine kleine Gruppe behinderter Menschen war schon unterwegs von uns hier, hat Hausmeistertätigkeiten gemacht, hat Wohnungen entrümpelt und war da sehr patent, aber die waren immer unterwegs. Und mit diesem Kaufhaus haben wir die Möglichkeit bekommen, einen festen Ort zu haben, in dem die Menschen mit Behinderung sich zu Hause fühlen, wo sie ihre Atmosphäre gestalten können, wo wir Ruhe und Sicherheit verbinden können und mittendrin sind im öffentlichen Leben. So, gut, danke. Es ist nicht unser Anliegen, als das Raue Haus gewesen, ein tolles Kaufhaus aufzumachen, sondern es war die Idee von Kaltenkirchen. Wir wollen ein Kaufhaus erhalten. Wir brauchen das Kaufhaus zum Ausgleich der Güter. Und dass ausgerechnet Menschen mit Behinderungen oder mit Beeinträchtigungen Kaltenkirchen und dabei unterstützen, diese Idee zu verwirklichen, das finde ich ganz besonders inklusiv. Dadurch sind sie es, die Kaltenkirchen helfen und nicht Kaltenkirchen hilft nicht den behinderten Menschen, sondern umgekehrt. Das ist für mich Inklusion. Das Tollste ist, so viele Sachen zu bekommen für wenig Geld, also weiterzugeben für wenig Geld. Weil wir wollen ja den armen Menschen auch was Gutes tun. Also ich rede mit den Kundschaft ganz viel so, wie es denen gefallen hat so, und wie das denen lustig ist. Weiß nicht, kannst du auch das, was mir gefällt, kannst du auch klein. Die ganz kleine Stelle kaufen. Ja, okay. Das ist nur Scheiß. Ich denke, wenn ich Möbel habe, die gut erhalten sind, dann muss ich die nicht einfach auf den Sperrmüll geben. Und jetzt auf eBay, ganz ehrlich, das ist mir zu viel Aufwand. Dann sage ich lieber, hier habe ich die Möglichkeit, noch was Gutes zu tun, ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall das einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Und warum sollst du viel Geld ausgeben, wenn du kannst hier finden, ne? Manchmal, wie, so wie jetzt, ne? Die sind neu, ne? Wow, für ein paar Euro, ne? Warum nicht? Gute Auswahl hier, muss ich sagen, für einen super Preis, ne? Also da kann man nicht maulen, ne? Das ist spitzenmäßig. Wer hier wirklich was sucht, der wird hier wirklich fündig, ne? Wir bemühen uns eigentlich für jeden Beschäftigten hier den richtigen Arbeitsplatz zu finden. Und da gucken wir natürlich auch immer, wie ist sein Interesse, was möchte er arbeiten und was kann er schon. Und daran versuchen wir anzuknüpfen, sodass jeder hier seine Rolle finden kann. Ich arbeite hier gerne, weil ich gerne den Kontakt mit Kunden habe. Und es mir auch Freude macht, weiterhin hier zu arbeiten. Und es macht auch Spaß, mit dem Auto rauszufahren und so einen abzuholen. Wir müssen Möbel abholen, wir müssen sie auch zu den Kunden hin transportieren. Das sind also Fahrten im Auto, man muss stark sein, tragen können. Hier im Haus muss man viel sortieren, man muss auszeichnen, man muss umräumen. Jeden Tag gestaltet man quasi die Halle neu. Jeden Tag finden wir einen großen Möbelberg vor und der muss sortiert werden, sodass es auch attraktiv ist, dass verkauft wird. Wir haben viele, viele Kleider, so viele gute Kleider, dass wir noch Kleider abgeben müssen. Das ist schwer, uns von den guten Sachen zu trennen. Und die müssen auch sortiert, ausgezeichnet werden, aussortiert werden. Also ich gucke und hier Flecken drauf sind. Wenn da Flecken drauf sind, geht das nach Aro. Und wenn da keine Flecken sind, wird das einsortiert. Und da sind keine Flecken, also wird das einsortiert. Das ist Schlafzeug. Ich kann selbstständig arbeiten, ich kann an der Kasse arbeiten. Ich kann vieles. Und das ist eigentlich so im Kaufhausbetrieb auch der Lieblingspart, den man sieht, wenn jetzt auch Leute länger arbeiten, dass hier jeder seine Rolle auch lebt und das auch von den Kunden so wahrgenommen wird. Also hier sind ja auch Menschen, die in der Tagesförderung sind, also schon eine ganz andere Schwere der Behinderung haben. Und auch für diese Menschen gibt es hier eben wirklich Aufgaben. Also wie zum Beispiel die Bügel mit den Schildchen der Saison ausstatten oder Sachen lochen, kleine Kärtchen lochen oder laminieren. Guck mal. Fertig. Fertig. Also
es sind eine Vielzahl von kleinen Aufgaben, die auch so ganz schwerstbehinderte Menschen dann wirklich noch machen können. Und das ist eben auch toll, sie haben hier einen Platz und sie haben hier eine Aufgabe und sind nicht den ganzen Tag nur in der Wohngruppe oder in der Tagesförderung. Und sie gehören auch zu diesem Team einfach ganz selbstverständlich dazu. Sie sind immer regelmäßig dann und dann da auch. Also das ist auch eine Selbstverständlichkeit und ein gutes Miteinander. Das ist schon ganz besonders. Wir haben auch mindestens 10 Freiwillige, die mehr oder weniger regelmäßig hier kommen und uns tatkräftig unterstützen. Jeder Kunde, der kommt, sieht, wie gern und wie engagiert hier Freiwillige arbeiten. Und das hat ein großes Vorbild. Also ehrenamtliches Engagement bedeutet für mich, dass man, ich sag mal, sich um die Leute kümmert, mit denen man vielleicht wenig zu tun gehabt hat, dass man der Allgemeinheit etwas zurückgibt, dass man sich vielleicht auch für Schwächere in der Gesellschaft einfach einsetzt. Und ich fand das Projekt hier, als ich das erste Mal davon hörte, sehr interessant. War von vornherein dabei, habe an den ganzen Vorbesprechungen teilgenommen. Und für mich war wichtig, hier einfach Hilfe, Unterstützung zu leisten, damit die Behinderten hier also wirklich dann auch, ja, ich sag mal, längerfristig eine Tätigkeit, ein Heim finden. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Es wäre schon toll, wenn wir das schaffen, dass einige Menschen mit Beeinträchtigung hier so viel lernen, dass sie auch mal in einem größeren Möbelkaufhaus arbeiten können, Praktikum machen können. Und wenn wir mit so einem Kaufhaus kooperieren könnten, wäre das schon toll. Dann wäre sozusagen die Berufskarriere, hätte hier seinen Anfang und könnte dann ins richtige Arbeitsleben übergehen.